Heute will ich endgültig abrechnen mit dem endlosen Tunnel. Da waren wir ja schon mehrmals und haben auch schon die Bosse am Ende der Tunnel besiegt. Den Hau drauf und dieses andere Gespensterchen. Yamayana hieß die, ganz genau. Haben wir schon gesehen, haben wir schon erlebt. War zu Beginn eines Parts. Sucht ruhig, ihr seht diesen dicken Klotz auf dem Thumbnail, falls ihr das nicht gesehen habt. Aber es geht trotzdem noch weiter im Tunnel. Es geht noch weiter. Und am Ende sind auch krasse Yokai, die man braucht für die 100% fürs Medaillium und so. Ich möchte mal mit euch so tief wie möglich reingehen. Und dafür habe ich auch was vorbereitet, in der Tat. Denn man wird ja im Tunnel immer wieder Fragen gefragt und so weiter. Und das bewirkt, dass der Tunnel länger oder kürzer ist. Und dafür, ich dachte, das wäre relativ random, aber es gibt schon die perfekten Antworten, die hören wollen. Und deswegen habe ich mir die einfach mal kurzerhand ausgedruckt. Ja, ist die Wahrheit. Betrittst du den Endlos-Tunnel? Das Ganze zwar auf Englisch, aber ich werde es schon irgendwie gebacken kriegen, wenn mich einer fragt. Also Leute, ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Mit dabei haben wir, ihr habt es vielleicht schon gesehen, Goldinjan, ja! Robonjan hat uns bereits begleitet, aber Goldinjan? Ich glaube nicht. Ich habe nachgeschaut und irgendwie war das zumindest noch nicht der Fall. Was hier auch sich empfiehlt, dass sie in die Marathoni kommen, davon haben wir ja genug. Wisst ihr was, ich benutze sogar die Fetten. Und ansonsten mal sehen, wir haben nur diesen einen Versuch. Ich will auf jeden Fall meine 6698 Meter knacken. Aber es soll noch mehr sein. Mystisch, es geht vor sich hier. Und generell ist es ja so, dass man von Mal zu Mal mehr, also tiefer kommt, höheren Rekord aufstellt. Irgendwann darf man gegen die kämpfen. Wie gesagt, das haben wir schon. Das geht halt noch tiefer und noch tiefer. Irgendwie hatte ich Bock, das. Ja, das zählt für mich dazu. Also ich will das schon bereinigt haben. Ich will schon wissen, was da am Ende ist, wobei es ja kein Ende gibt. Aber andererseits gibt es ein Ende und das haben wir schon gesehen. Ach, ist das tiefgründig. Können wir noch ein bisschen kämpfen. Die letzten drei Parts waren wir nämlich beim Sportclub Lenzhausen. Haben da alles gemacht, was wir machen können, meines Erachtens. Und konnten mit den FP unsere Teammitglieder möglichst gut aufpimpen. So, wer bist du? Was willst du? Wer weiß, was wahr wäre, wenn es wir war? Hier ist meine Frage. Du bist ein Kind, das Spielzeug liebt, aber deine Mutter will, dass du eines wegwirfst. Welches wählst du? Lieblingsspielzeug? Neues Spielzeug. Ich gucke auf meinen Zettel. Hurry ahead, this hurts. Make it shorter, make it longer. Was ist denn das Typ? Humble Bird, Curious Lady, Friendly Guy. Tie Loose. Weary Girl, Smart Kid. Lost Boy. Neues Spielzeug oder Lieblingsspielzeug? Entweder steht es hier nicht drauf oder ist es halt ein ganz anderes. Denkbox, Mystery Box. Ich glaube schon, oder? Das hat also nur. Das ist der Friendly Guy. Denkbox oder Mystery Box? Neues Spielzeug sollte ich nehmen. Aber mit der Tunnellänge hat es nichts zu tun, glaube ich. Nur mit was für ein Item wir am Ende bekommen. Offensichtlich. Also so mit dem Guide das ein bisschen zu lösen, bin ich gespannt, wie weit wir kommen, im Ernst. Aber mit ein bisschen Pech haben wir halt echt Pech. Trotz allem. Nur die Yokai, die sich ganz hinten im Tunnel verbergen, das weiß ich halt nicht. Was mit denen ist. Du denkst, du bist etwas weiter vom Ausgang des Tunnels entfernt. Hä, hey, da stand, ich krieg nur das und das Item. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es das Richtige. Das Richtige, was ich hätte tun können. Wir haben ja erst nur die ersten 400 Meter gelaufen. Was bist du? Hey du, willst du Schere, Stein, Papier spielen? Habe ich eben schon gelesen, warte. Einfach nur gewinnen. Und der Ausgang wird weiter weg sein. Das sagst du so einfach. Schere diesmal. Aber du gewinnst, schön für dich. Das merke ich mir. Ich habe verloren, ich verliere nie.
bist weiter vom Ausgang des Tunnels entfernt. Das war ja zum Beispiel nur Glück und trotzdem hat's gepasst. Weißt du, was verrückt ist? Meine Mama macht Rindereintopf und Süßkartoffeln. Das ist ja kein richtiger Eintopf, oder? Man nimmt doch normale Kartoffeln. Wenn sie Süßkartoffeln benutzt, dann sollte sie es auch anders nennen. First World Problems? Tropfi? Zapfi? Dieser Yokai sieht kampflustig aus, willst du kämpfen? Ach, wenn du willst. Ich weiß nicht, ob das mehr oder weniger bringt, wenn man immer kämpft. Aber ich würde tippen, es hat keinen Effekt. Gibt Gummi, Leute! Läuft! Shogunyan, läuft bei dir! Die paar EP, die wir da bekommen, ey, die machen echt gar nichts mehr aus. Die alle noch auf Level 99 zu bringen, das wird ein Spaß. Marathon, die kommt plus! Endlose Aufdauer. Auf Zeit. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, weil ich hab sie. Ich hab den Part dafür eingeplant. Aber es müsste alsbald auch wieder dazukommen, der uns hoffentlich weiter vorantreibt. Nun gut, Let's Play Markus, lass dich mal ansehen. Beschäftigt dich in letzter Zeit etwas? Hier tut es weh, da tut es weh. Oh Gott, ey. Warte. This hurts, this hurts. Random Doctor. The player will receive an item und the player will battle a Yokai. Was will ich denn lieber? Hier tut es weh. Verstehe, Nimm dies und melde dich morgen früh bei mir. Lotterie los. Das scheint aber jetzt wirklich mit der Tunnellänge nichts zu tun zu haben. Bin ja auch gespannt auf diese random Schalter, die sich meistens links im Tunnel befinden. Da kann man einfach Glück oder Pech haben. Wir werden ja sehen. Ne, Goldinjan? Wer weiß, was wahr wäre, wenn es wir war? Hier ist meine Frage. Tu so, als wärst du ein Englischlehrer. Ich erlaube dir, die Hausaufgaben auszusuchen. Was wählst du? Ne? Ich guck schon mal auf meinen Zettel. Ehrlich gesagt, finde ich da nichts. Langes Papier, drei kurze Papiere. Tunnel Guy. Make it shorter, make it longer. Kannst du das nicht rauslesen? Ich würde sagen, ein langes. Ach, du machst also mit gut. Hauptsache, ich krieg nicht gesagt, du bist näher am Ausgang des Tunnels. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock habe. Komm, weg mit euch, Albernd. Sei nicht albern. Wahrscheinlich ist es halt einfach so, dass diese Fragen, die einfach nichts mit der Tunnellänge zu tun haben, einfach nicht aufgelistet sind. Tristine. Ungelogen. Ja, Tristine, komm mit. Ich habe zwar schon eine, aber doppelt hält besser. Warum nicht? Ich beschwere mich nicht. Und, wie haben dir die Hausaufgaben gefallen? Du denkst, du bist etwas weiter vom Ausgang des Tunnels entfernt. Okay, also doch. Ah, was weiß ich. Bisher alles richtig gemacht, das ist, was zählt. So, komplett ohne Zug die ersten 1000 Meter gegangen. Ach, tja, das ist random. Glück oder Pech? Etwas weiter entfernt. Sehr gut. Machen alles richtig. So, wer bist du? Kümmer dich nicht um mich. Ich warte hier nur auf meine Freundin. Ja, ich warte schon seit einer Woche. Wieso? Sie kommt nicht, oder? Doch, doch. Irgendwann im Dezember. 2038.
Wer weiß, was wahr wäre, wenn es wir war? Hier ist meine Frage. Du bist ein Kind, das Spielzeug liebt, aber deine Mutter will, dass du eines wegwirfst. Welches willst du? Wir hatten das doch schon. Alles wiederholt sich. Die Kämpfe nerven gerade einfach nur. Wir machen jetzt mal reinen Tisch, ja? Bam, 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 bam. Kleine Kugel. Selbst die brauche ich nicht einlösen, weil die nichts bringt. Du denkst, du bist etwas weiter vom Ausgang des Tunnels entfernt. Das haben wir jetzt schon so oft gelesen, dass ich ein echt gutes Gefühl habe. Kümmere dich nicht um mich, ich warte auch auf meine Freundin, tja. Vor allen Dingen, die Jungs merken nicht mal, dass sie voll den Korb bekommen haben. Also, wir treffen uns in 8 Millionen Meter Tiefe im endlosen Tunnel. Warte da bitte auf mich, bis ich komme. Egal, wie lange es dauert. Okay. Der darf mich aber nicht zurückfahren. Das wäre echt arschig. Die endlose Eisenbahn fährt entweder sehr weit nach vorne oder sehr weit nach hinten. Bin mir nicht sicher, ob, wenn die uns zurückfährt, näher Richtung Eingang, was genau der Fall ist! Oh, ob dann der Ausgang auch kommen könnte, an einer Stelle, wo wir schon waren. Denke aber nicht. Ich denke, es ist halt einfach umständlich und blöd. Also von 1100 noch was, sind wir jetzt wieder bei 700. Dafür war es nicht allzu viel. Sind die Leute denn wieder dieselben? Eigentlich nicht. Felix war eben noch nicht da. Der Felix. Wir kommen gar nicht so wirklich vorwärts. Schon so viel Zeit verloren. Wir hätten viel weiter sein müssen. Aufi. Die wollen uns trollen. Vielleicht ist der nächste Versuch, nachdem man die Bosse besiegt hat, was halt hier eben der Fall ist, einfach so ein typischer Versuch, wo du nicht weit kommen sollst. Ah, da war eine Tür, ne? Was kein Exit ist. Aber ich traue diesen komischen Türen nicht. Einmal habe ich die benutzt und habe dementsprechend ausgesehen. Danke, dass du mit mir geredet hast. Es ist schon eine Weile her gewesen. Im Gegenzug verrate ich dir was Interessantes. Die 13. Tür ist immer dunkel. Ich finde das sehr schön und beruhigend. Davon habe ich auch gelesen. Jeder fragt sich, was es zu bedeuten hat. Dann gibt es ja keine wirkliche Antwort. So, wenn du jetzt meinst, mich nochmal zurückzufahren, wäre ich echt sauer. Aber ich bin mir fast sicher, diesmal fährt er in die richtige Richtung. Bitte. Ja. Aber wie weit? Die Wände sehen schon mal anders aus. Das ist ein gutes Zeichen. Sind bei 3000. Also die Hälfte unserer bisherigen Highscores. Ich bin echt gespannt, wie viel Meter wir am Ende auf dem Konto haben werden. Aber bisher haben wir kein einziges Mal irgendwie von wegen, der Ausgang ist jetzt ein bisschen näher. Es gibt sogar eine Antwort, wenn man die falsch beantwortet. Der Ausgang ist sehr, sehr nah. Tunnel-Guy, make it shorter. Ich glaube, wenn der fragt, soll der Tunnel kürzer oder länger sein? Wenn du sagst, der soll kürzer sein, dann kriegst du quasi den Ausgang. Weil du andauernd eigentlich links Türen hast, wenn du unbedingt raus willst. Aber ist halt so. Aber wieder so eine Tür. Ich weiß nicht, die gefällt mir nicht. Vielleicht soll man erst die 13. nehmen, weil die dunkler ist? Hi. Wieder. Hält aber nicht lang bei dir. Oder macht das... Der Zug macht das, glaube ich, kaputt, oder? Das Marathonikum? Er beeinflusst es. Drei, drei. So, ziemlich genau. Jetzt haben wir wirklich die Hälfte. Wer bist du? Weißt du, was verrückt ist, meine Mama? Die Süßkartoffeln.
Wahnsinn. Diese Dialoge. Das ist echt typisch japanisch. Also so richtig freaky, verrückt japanisch. Der bringt uns weit nach vorne. Der verarscht uns nicht nochmal. Muss wirklich gerechtigkeitshalber sagen, es ist nicht so 50-50. Es kommt mir bislang vor, als ob die meistens nach vorne fahren. Und selten, relativ selten in die für uns falsche Richtung. Siehst du? Okay. Einmal mehr. Jetzt haben wir wie viel? 4500. Ah, ob ich dem trauen sollte, weiß ich nicht so recht. Naja, riskieren wir es. Wisst ihr warum? Der Tunnel muss doch bald wieder seine Form ändern, dachte ich mir. Und da ich noch nie gesehen habe, wie der Tunnel seine Aussehen ändert. Oh, der fährt zurück. Schwein. Das war meine Theorie. Da ich noch nie gesehen habe, wie der seine Aussehen ändert. Also zu Fuß, sondern nur, wenn man die Bahn benutzt hat. Okay, das waren aber nur ein paar Meter. Das ist echt nicht so wild. Jetzt kann ich direkt gehen. Aha. Ich weiß nicht. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du bist etwas näher am Ausgang des Tunnels. So ein Mist. Mach keinen Scheiß. Gib mir doch irgendjemanden. Irgendeine Person, mit der ich reden kann, um das wieder zu korrigieren. Hast du eine Erlaubnis, um hier zu sein? Das ist mein Tunnel, weißt du? Er gehört nur mir. Ich meine, magst du überhaupt Tunnel? Das war die schwerste Entscheidung meines Lebens, aber ich teile ihn wohl. Freak. So, jetzt muss er aber wieder weiter vom Tunnel entfernt. Okay, hat sich das wieder egalisiert? Hat sich das wieder ausgeglichen? So. Für Life im Part haue ich das Marathonicum Z. X. Nee, Plus. Haue ich sehr gerne raus. Labernase. Was machst du denn hier? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das wirklich so zeitaufwendig war. Also ich habe das ja immer offscreen gemacht. Den Tunnel, bis ich mir mal so weit drin war und dachte so, sollte ich für die Aufnahme mit drin haben? Hat das immer so lange gedauert? Wenn wir jetzt irgendwas mit 18 Minuten, wenn ich es richtig sehe. Wobei die Zahl da repräsentativ ist, nicht repräsentativ, wie der Part wirklich lang ist. Weil meistens drücke ich schon auf Aufnahme und das dauert dann noch eine Minute, bis ich aufnehme, wirklich. Ich frage mich, wo diese Straße hinführt. Wo endet sie bloß? Vielleicht endet sie ja niemals. Was meinst du? Denkst du, diese Straße hat ein Ende? Es geht nie zu Ende, es muss enden. It never ends, it must end. Wenn es nie endet, bist du näher am Ausgang. It must end, ist der Ausgang weiter weg. Was, wenn sie wirklich kein Ende hat? Ich meine, das ist ja nicht möglich, oder? Du bist weiter vom Ausgang entfernt. Was keinen Sinn macht, so von der Antwort her, aber es ist so geschrieben und deswegen bin ich da ganz happy, dass ich das richtig ausgewählt habe. Wieder eine Frage. Ach, du bist gestorben. Du darfst wählen. Wieder lebendig sein oder wiedergeboren? So. Das steht nicht hier. Das steht nicht auf meinem Zettel. Hat es wohl keine Bedeutung. Ich denke mal nicht. Was will ich sein? Wieder lebendig sein oder wiedergeboren? Ich will wieder lebendig sein. Aus dem Grunde, dann würden meine ganzen Erinnerungen erhalten bleiben. Wenn ich wiedergeboren werde, startet alles von neu und ich wüsste gar nichts davon. Und wenn ich schon die Wahl habe, dann würde ich gerne wissen wollen, was vorher war. Könnte vielleicht auch sein, dass du dann trauerst, weil du in einer Welt lebst, wo du vielleicht die Personen, die du mal liebtest, überhaupt nicht mehr da sind. Aber ich glaube, ich persönlich würde mich dafür entscheiden, das trotzdem alles noch wissen zu wollen. Ach, du bist näher am Ausgang? Was willst du denn?
Ich weiß nicht, warum ich den nicht auf dem Zettel hatte. Aber kommt schon, ich war jetzt so oft... Lag ich richtig, da darf ich jetzt nicht irgendwie... gleich den Ausgang haben. Das wäre der Super-GAU. Ich möchte das sofort wieder ausgleichen. Diese eine Türen, die nehme ich nicht. Die sind mir echt nicht geheuer. Ich hab mich erschrocken. Du fährst mich jetzt gefälligst weiter vor, ist das klar? Lieber Schaffner. Don't make a bullshit with me. Yes. Oh, ich habe Angst. Alles klar, seht ihr? Und nur mit dem Zug sehen wir jetzt auch den nächsten Look vom Tunnel. Wer sich da megamäßig auskennt, der kann vielleicht auch wissen und erahnen. Keine Ahnung, bei der Tunnellänge tun sich die eher nach vorne fahren oder bei der eher nach hinten. So. Hey, wir sollen am Tunnel arbeiten, wissen aber nicht, was wir tun sollen. Wir könnten vielleicht ein paar Ratschläge gebrauchen, weißt du? Denkst du, wir sollten ihn länger oder kürzer machen? Das habe ich doch hier. Wie heißt der Typ? Tunnel-Guy. Naja, make it shorter. The exit will be very close. Make it longer. Ja, make it longer. Was, denkst du wirklich? Danke für die Hilfe, Kindchen. Du bist weiter vom Ausgang entfernt. Bei manchen Fragen macht das ja auch Sinn, aber bei manchen halt einfach nicht. Bei manchen macht's einfach keinen Sinn. So. Kommt schon, Leute. Du kriegst es volle Möhre ab, wenn ich den hier heilen könnte, ne? Rechtzeitig, dann würde ich mehr EP bekommen, wenn ich die Seele reinigen könnte. Das wäre ja irgendwie 400 EP für alle dann. Und so gibt's... Okay, das war ja auch... Der war gar nicht schlecht. Ja, die Yokai tiefer am Tunnel, die sind ja stärker. Da gibt's auch mehr EP. Ein Grund mehr, tiefer hineinzukommen. Also, let's go. Keine Ahnung, wie lang der Part wird, aber ich will natürlich alles in einen Part stecken. Ich habe das Gefühl, ich habe viel Zeit verschwendet mittendrin. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Ich mein's ernst. Komm nicht näher. Alles klar. Wahrscheinlich die, die sich versteckt vor dem anderen, der sagt, ich warte seit Wochen auf meine Freundin. Weißt du, war ein Blind Date und sie war enttäuscht. Hey, wir sollen im Tunnel arbeiten. Was sollen wir denn machen? Länger oder kürzer? Ja, länger. Ja, wirklich? Ja, dann. Bei 1000 Metern kommt immer der Babyschrei. Ich dachte, es wäre von diesem Dicken. Hau drauf. Aber der Schrei kommt von Yamayana. Können die jetzt wirklich was langsam? In dieser Tunneltiefe? Werden wir herausfinden. Werden wir herausfinden, ob wir das können. Oder die. Wuffi ist weg. Da wird nur mal kurz nachgehauen und dann fällt er auch. Wenn es so 400 EP gibt, bin ich zufrieden. Vielleicht sogar mehr? 600. Ist doch was. Das summiert sich. Nicht wie bei den Lappen da vorne. Schon wieder der mit seinem Mops. Du hast einen riesigen Fehler gemacht und deine Eltern wissen Bescheid. Wie reagierst du? Oh du Scheiße. Steht auch nicht hier, oder? It's me, you're mistaken. Blablabla, schere auf dein Papier. Müde. Never ends. The lost boy. Okay, let's go. Hurry ahead. Steht auch nicht hier drin. Was zum Teufel. Ja, entschuldigen. Also das ist jetzt vom Logischen her. Andere beschuldigen ist ja das Fieseste, was es gibt. Ich entschuldige mich. Ehrlich wäre am längsten, oder? Marmorisiert das Fleisch. Ja, das steht vielleicht nicht drauf, weil es nur um Items ging, aber... Der nächste... Klappspaten. Abwarten, du Klappspaten. Euch Kandidaten kann man knicken wie Pappkarten. Übel! Wurzelmann! Nicht schlecht. Ach, da steht doch einer! Ich sehe den gar nicht!
Witzig. So ein Aal, der sich in seinen Dings ver... Ja, tatsächlich. Der sich versteckt hat. Was bist du denn für einer, ey? Obwohl, so viel bringen 600 jetzt auch nicht mehr. Wenn ich das bei Feinschwingen gerade gesehen habe, der Balken, der macht keinen Mucks mehr, ne? Bei solchen Leveln kein Wunder. Schon wieder der. Ich mag dich irgendwie nicht. Deine Eltern wissen Bescheid. Wie reagierst du? Entschuldigen. Vielleicht eine Goldpuppe. Bitte lass mich in Ruhe. Mann, ey. Wiederholt sich einfach alles immer wieder. So, so, so. Gleich habe ich meinen Rekord. Das ist ja wohl das Mindeste. 10.000 hätte ich auch gerne. Ich hätte auch gerne die 20.000. Ehrlich gesagt. Wer ist der wichtigste Mensch der Welt? Ich oder niemand? Steht das drauf? Curious Lady. That's me ist die Antwortmöglichkeit. Wer ist der wichtigste Mensch der Welt? Ich oder niemand? Ich bin jetzt mal ein bisschen selbstverliebt. In der Hoffnung, dass es die richtige Antwort ist. Weil niemand ist wichtig, ist auch blöd. So gesehen sind alle Menschen wichtig und ich selbst auch. Kann man das so sagen? Alter, und er überlebt. Reinige die Seele, komm schon. Sauber. Macho, Macho Man. Ich weiß nicht. Wenn das hier wirklich noch sehr lang dauert, dann habe ich den Part bestimmt in zwei Parts geschnitten. Also die Aufnahme hier in zwei Parts geschnitten, keine Ahnung. Wusste ich gar nicht, das ist so... Du bist noch weiter vom Ausgang des Tunnels entfernt. Sehr schön. Ring des Schicksals. Wieder alles richtig gemacht. Der mit seiner Labernase. Okay, nächster. Die Welt ist voller Menschen, aber wer ist der Wichtigste? Ich natürlich. Déjà-vu. Déjà-vu. Inzwischen macht es schon Sinn, in den Kämpfen ein Ultiseel rauszuhauen für die ganzen Gegner. Mehr zwar nicht, aber trotzdem. Sei euch das gegönnt. Stopp. Dann die verdammten Ketten. Ja. Das wiederholt sich ja wirklich ein bisschen ungemütlich. Also ein bisschen mehr weg von dem letzten könnte er schon sein. Von dem letzten Platz, wo er sich befand. Ups. Ah, ich hab's nicht... Man kann doch nicht zurücklaufen, ey. Sind wir hier bei Super Mario Bros. 1 oder was soll das? Nächster Yokai will kämpfen. Ihr seid lästig. Wirklich ekelhafte Boys hier. Ein Ultiseelen muss reichen, also komm, weg damit. Gegen Ende sollen da eher so Boss-Yokai herumturnen. Bin ich echt mal gespannt. So, mein Rekord geknackt, meinen letzten. Das ist doch was, aber damit habe ich schon gerechnet.
ganz unverblümt gesagt. Da komme ich noch ran. Ich probiere es. Du bist weiter vom Tunnel entfernt. Yeah! Vom Ausgang des Tunnels. Vom Tunnel entfernt zu sein, ey. Ein bisschen schwierig. Nimm ihn! Oh mein Gott. Wir machen ihn länger. Sehr geil. Wisst ihr, warum ich so Probleme hatte, den jetzt zu erreichen? Mir ist irgendwie vom 3DS das Schiebepad, also dieses Control-Stick-Dingens, ne? Ist mir der Gummi abgefallen, der eigentlich oben drauf ist. Ich drück nach unten und der Gummi geht einfach zum Steuerkreuz hin. Was zum Teufel? Hat sich gelöst. Hat sich aber schon öfter gelöst. Witzig. So, du kannst mir... Der Ausgang ist noch sehr, sehr, sehr weit entfernt, also ab nach vorne. Ah! Ekelhaft. Wofür wirst du bezahlt? Wofür wird er bezahlt? Was ist das? Wie viele Meter? Ach komm schon, hör auf jetzt! Das waren schon ein paar 400 Meter oder was. Geil, auf sowas stehe ich ja. Weißt du was? Drei kleine Klugeln? Im Ernst? So. Bam, 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 bam. Ja, von wegen Rekord geknackt. Ich lach mich noch tot, ey. Wie viel das wirklich zu bedeuten hat, das ganze Geplubber, das weiß ich halt nicht. Die Bauarbeiter sind gut. Länger. Mensch, wir haben so oft das schon getriggert. Ich erlaube dem Ausgang gar nicht vor 12.000 oder so zu kommen. Das ist einfach gar nicht möglich. Klar, einmal hatten wir Pech am Schalter, ne? Aber sonst? Das hat sich schon 800 Mal ausgeglichen, by the way. Upsa. Und du? Wir suchen einen ruchlosen Kriminellen, der in den Tunnel geflohen ist. Er ist definitiv bewaffnet und gefährlich, also sei vorsichtig, wenn du ihn siehst. Viel Glück, wir können dich im Notfall übrigens nicht retten. Tja, beruhigend. So, ihr wart heute ziemlich arschig zu mir, liebe Bahnangestellte. Das heißt, ihr müsst jetzt einfach vorne, nach vorne fahren. Wenn die mich nochmal trollen. Yes, gut. Der Tunnel sieht immer noch so aus. Ich weiß aber, hab gehört, hab gelesen, dass es sich einfach loopt. Mit anderen Worten, es sieht dann wieder so aus wie ganz am Anfang und dann wieder abgetroschen und ganz am Ende sieht es wieder so aus. Nein! Nee, der Ausgang, warum? Oh. Es ist ein neuer Rekord. Danke, schön, geil. Wir gucken auch mal, was hier ist. Sind die Jungs noch da? Jammerjana. Ah, da bist du ja. Schon wieder. Hat das Spaß gemacht. Danke dafür, Iblali. Aber trotzdem, marmorisiertes Fleisch. Das ist richtig mies. Mann, ich habe alles, ich habe so viel richtig gemacht. Ich habe vielleicht, weiß nicht, ich kann sowas schlecht schätzen, aber war das nicht 10, 12 Mal, wo es hieß, okay, du bist weiter vom Tunnel entfernt? Vom Ausgang des Tunnels entfernt. Und einmal, wie gesagt, Pech an einem Schalter. Ich dachte, wenn ich alles richtig mache, dann geht das. Aber es ist halt einfach so, du musst immer und immer und immer und immer wieder in den Tunnel reingehen. Es geht dann bis 20.000 Meter. Wie gesagt, das Aussehen, das wiederholt sich dann wieder von vorne. Am Ende sind dann auch relativ seltene und starke Yokai am Start, wie Verschlinger. Das ist so eine andere Version von Verspeiser. Das ist voll zum... Nee, das finde ich gerade blöd, weil... Wenn, dann wollte ich heute richtig rocken, aber nee, wollten sie nicht. Da kann man noch so viel richtig machen. Nix da. Nix da. Okay. Egal. Ist der endlose Tunnel für mich auch abgehakt? War langweilig genug? Vielleicht hatte ich einfach zu viel Pech mit den Zügen. Vielleicht hätte ich öfter zu den Zügen Nein sagen sollen. Tja, aber ansonsten habe ich alles richtig gemacht. Echt schade, Marmelade. Gut, dann haben wir jetzt einen langen Part. Davon. Zwei Parts wären auch irgendwie ein bisschen Käse gewesen, ein bisschen langweilig, ein bisschen boring.
Okay, bis zum nächsten Mal. Reißt euren Daumen ab und gebt ihn mir als Trost. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.